Hallo, mein Name ist Matthias Möller, ich bin der Coach in Augsburg. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, entweder Blockaden aus ihrer Vergangenheit zu lösen oder Möglichkeiten fürs Hier und Jetzt und die Zukunft zu entdecken und dort Hilfe zu oft auch zu gewähren, wo andere ihnen nicht mehr haben helfen können, sei es in schwierigen Beziehungssituationen, sei es in beruflichen oder schulischen Situationen oder sei es aber auch, wenn es um Gesundheit oder persönliches Wachstum geht. Und etwas, was jetzt sehr wichtig ist für Menschen mit Kindern, es gibt meiner Meinung nach keine schwierigen Kinder, sondern es gibt nur Kinder, die Blockaden haben, die noch nicht ihres gefunden haben. Und was hilft, dass ihr Kind sozusagen gar nicht erst schwierig wird, ist, spielen sie mehr mit ihrem Kind. Der Papst hat in dem Film, der gerade in den Kinos läuft, gesagt, er rät oft Eltern oder Väter in pastoralen Gesprächen, nutzt freie Zeit mit dem Kind sozusagen zu verplempern. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Und er sagt, spielen Sie mit Ihren Kindern. Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihren Kindern zu spielen. Und wir wissen, dass Kultur überhaupt nur aus Spiel und als Spiel entstanden ist. Da gibt es klassische Werke in der Geschichte Huizinger, Homo Ludens, der spielende Mensch, die das untersucht haben, die das festgestellt haben. Wir können es bei Tieren beobachten. Nehmen Sie einen Rudel Wölfe und da würden Sie den Kindern das Spielen sozusagen verbieten, verwehren, würden die Wölfe nicht überlebensfähig sein. Die erwerben sich ihre Fähigkeiten, im Leben zurechtzukommen durch das Spiel. Und in allen Seminaren, die ich gegeben habe, habe ich immer versucht, eine spielerische Atmosphäre auch mit Erwachsenen zu erzeugen, weil da werden einfach Gehirnareale in Gang gesetzt, die, wenn wir die spielerische Leichtigkeit verlieren, gar nicht zu erreichen sind und gar nicht nutzen können, um neue Möglichkeiten zu erlernen, mit uns und mit anderen umzugehen. Also spielen Sie viel mit Ihren Kindern. Ein Kinderarzt, den ich neulich gefragt habe, was hat sich geändert, der sagt, ja, früher, da sind die Eltern mit ihren Kindern da gewesen, sie haben ihn vorgelesen oder mit ihnen gespielt, mit den Bauklötzchen. Und heute gucken die Eltern in ein Smartphone und das Kind schmeißt die Bauklötzchen aus dem Fenster oder zerreißt ein Kinderbuch. Und das fasst so ein bisschen zusammen, nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind, spielen Sie mit Ihrem Kind. Ich habe das neulich erlebt, da habe ich Nordic Walking an der Stadtmauer gemacht und da ist ein kleines Häuschen und der Vater aus diesem Haus hat mit seinem kleinen vierjährigen oder dreijährigen Sohn Fangen gespielt. Und es war einfach so schön zu beobachten, die Freude des Kleinen, die hat mich regelrecht angesteckt. Und den Vater sowieso. Und ich glaube, dass wenn Eltern viel sich für solche Dinge Zeit nehmen und viel mit ihren Kindern spielen, dass sie nicht nur ihrem Kind einen großen Gefallen tun, sondern auch sich selber. Ja, bleiben Sie ein spielender Mensch, nutzen Sie die Möglichkeiten des Spiels, von Gesellschaftsspielen bis zu Kinderspielen angefangen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in einem kleinen Video oder in einem Coaching. Und bis dahin Ihnen alles Gute und viel Erfolg in Ihrer Kindererziehung und vor allen Dingen viel Spaß und Leichtigkeit beim Spielen.